Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Liebe Geschwister im Islam, wir neigen uns dem Ende zu. Und wie wir schon am Anfang des Monats Ramadan gesagt haben, indem wir die Worte Allah subhanahu wa ta'ala euch vorgestellt haben, die gewaltigsten Wörter, die Wörter, die nur Wahrheit beinhalten. Ayyaman ma'dudat. Es sind gezählte Tage. Und ehe man sich versehen hat, sind diese Tage vorbei. Wir haben jetzt vielleicht noch ein paar gezählte Tage und der Monat Ramadan ist dann an uns wieder vorbeigezogen. Gewonnen hat derjenige, der diesen Monat genutzt hat, um in diesem Monat sich zu reinigen von seinen Sünden, um sich Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern und sich festgenommen, dass er dieses Leben weiter so beschreiten möchte. Allahumma thabbitna ala din al-haq ya rabbal alamin. Und verloren hat wieder derjenige, der sich, wenn er auch anfänglich eine gute Absicht hatte, zum Schluss nicht nach der Absicht gehandelt hat. Es wird dir nicht viel nützen, o Diener Allahs, dass du nur deine Absicht gut machst. Nein, Allah will Taten von dir sehen. Höre, was Allah Azza wa Jalla, der Allmächtige, sagt. Udukhulul Jannah bima kuntum ta'malun. Betretet das Paradies für das, was ihr an guten Taten gemacht habt. Mit welchem Grund willst du das Paradies betreten, wenn du keine guten Taten vorzuweisen hast? Deine guten Taten sind dein gesamtes Kapital vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sind diese Taten vorhanden, wirst du in das Paradies hereingehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bestens Waagschale an diesem Tag schwer ist, das bedeutet, er hat viele gute Taten, so sind dieses die Erfolgreichen. Allahumma ja'alna minhum. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Und diejenigen, die, وَلَيَالُ بِاللَّهِ, zu wenig gute Taten haben, so sind das diejenigen, die in Jahannam hereingehen werden, und so werden sie von Allah subhanahu wa ta'ala bestraft. Das sind nicht die Worte von Abu Bara, das sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala, unserem Schöpfer, o Diener Allahs. Und wir möchten heute, inshallah ta'ala, in der kurzen Zeit über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Dass es Muslime gibt, sie nehmen sich vom Koran, von der Religion, was sie wollen, und sie lassen, was sie wollen. Wir sehen, alhamdulillah, im Monat Ramadan gibt es sehr viele Geschwister, die fasten. Sehr, sehr viele. Geschwister, von denen du normalerweise nicht erwarten würdest, dass sie fasten. Du siehst Frauen, die normalerweise halbnackt auf den Straßen sind, sie fasten. Du siehst Männer, die sitzen eigentlich den ganzen Tag in der Shisha-Bar, sie fasten. Du siehst Leute, die eigentlich sich gar nicht großartig mit der Religion auseinandersetzen, sie fasten in diesem Monat Ramadan. Walhamdulillah, damit haben sie eine gewaltige Ibadah vollzogen und sie sind dem Befehl Allahs Azza wa Jalla nachgekommen, indem sie fasten, weil Allah Azza wa Jalla das so von ihnen möchte. Aber ich möchte genau über diese Leute sprechen, liebe Geschwister. Und verzeiht mir, ich möchte niemanden verletzen, aber es ist wichtig, dass wir auch unsere Geschwister aufklären. Gerade in so einem Land, wo das Wissen nicht weit verbreitet ist, wo man nicht um jede Ecke hört, was der Islam tatsächlich beinhaltet. Viele dieser Geschwister fasten im Monat Ramadan. Aber was machen sie außerhalb des Monats Ramadan? Die Frauen tragen keine Bedeckung, sind nicht islamisch bedeckt. Die Männer, die den gesamten Tag in der Shisha-Bar sitzen und auch im Monat Ramadan fasten, aber in diesem Monat nicht zur Shisha-Bar gehen, sie beten nicht. Sie verrichten kein einziges Gebet außerhalb Ramadan, vielleicht am Dschungel. Und wir haben Leute, die sind sehr weit weg vom Islam, sehr weit weg von der Religion Allahs, aber im Monat Ramadan siehst du sie etwas an Anbetung machen. Und dieses ist ein sehr gefährlicher Weg. Abu Bara, willst du uns sagen, dass diese Leute nichts Gutes gemacht haben? Höre, was Allah Azza wa Jalla sagt. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Glaubt ihr an einen Teil des Buches und den anderen Teil verleugnet ihr?
Diese Ayat gehen um Bani Israel und Diener Allahs. Allah hat einen Vertrag mit ihnen gehabt und bestimmte Sachen mit ihnen vereinbart. Sie haben genommen, was sie wollten und gelassen, was sie wollten. Und wir sind gar nicht so weit entfernt von diesem Volk. Die Schwester, sie fastet im Monat Ramadan, aber sie trägt keine islamische Bedeckung. Allah subhanahu wa ta'ala, der dir Ramadan befohlen hat, das Fasten befohlen hat, er hat dir auch den Hijab befohlen, liebe Schwester. Oder machst du eine Unterscheidung zwischen diesem Befehl und diesem Befehl? Pass auf! Denn diese Ayat über Bani Israel gehen darum, dass sie vom Buche genommen haben, was sie wollten und gelassen haben, was sie wollten. Ramadan ja, Fasten ja, aber kein Hijab, aber keine Bekleidung. Der Mann, Ramadan ja, Fasten ja, aber kein Gebet. Als ob Allah nicht alleine der einzige Gesetzgeber ist, der dir sowohl dieses als auch jenes befohlen hat. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ Glaubt ihr an einen Teil des Buches und ihr lässt einen anderen Teil aus? Ja Allah, du hast uns über alles aufgeklärt. Was ist die Strafe von denjenigen, die das machen? Die nur von deinem Kitab, von deinem Buch nehmen, was sie wollen und lassen, was sie wollen. Höre zu, O Diener Allahs. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Und das ist die Strafe, die nicht nur in der Akhira stattfindet im Jenseits, sondern schon in der Dunya. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Lohn für diejenigen, Lohn im Arabischen bedeutet auch Strafe, der Lohn für diejenigen, die sich von dem nehmen, was sie wollen und lassen, was sie wollen, ist eine schändliche Strafe in der Dunya und Yawmul Qiyamah wird ihnen die Strafe vermehrt. Allahu Akbar. Das heißt eine Strafe in der Dunya und in der Akhira. Und Allah weiß sehr wohl, was ihr tut. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. Das sind diejenigen, sie haben ihr Jenseits verkauft für die Dunya. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Und ihnen wird die Strafe in Jahannam, im Höllenfeuer, nicht gemildert werden. Sie werden eine schwere Strafe haben. Und an diesem Tag wird ihnen niemand anderes helfen können, diese Strafe von Allah abzuwehren. Allahumma la tu'adhibna la fi dunya wa la fi al-akhirah. Ja, Ikhwa, wallahi, wenn ich diese Worte sage, so sage ich diese aus tiefstem Herzen, um euch und mich davor zu bewahren, dass wir so einen Weg wie Bani Israel gehen, dass wir vom Buch nehmen, was wir wollen und dass wir das lassen, was wir nicht wollen. Du siehst, Leute, der mag nicht, weil er ein Business hat, weil er ein Tajir, ein Händler ist, dass du ihm sagst, dass Zinsen verboten sind. Weil seine gesamte Arbeit beruht auf Zinsen. So sagt er dir, schau mal, sei nicht streng. Du sagst ihm, ja, Achil Karim, Allah hat dir verboten, Zinsen zu nehmen. Er sagt dir, schau mal, in diesem Land kann keiner überleben, außer dass er Zinsen nimmt. Und er lügt. Wallah, nachdem er lügt. Wie viele Geschwister sind sogar vermögend und keiner von ihnen nimmt nur einen Cent Zinsen und wird es für sich akzeptieren, dass er Zinsen nimmt. Ja, Achi, du darfst keine Zinsen nehmen. Er sagt dir, aber ich bete, das reicht. Subhanallah, der dir das Gebet befohlen hat, ist auch derjenige, der dir die Zinsen verboten hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ja, ayyuhal ladhina amanu, taqullah, wa dharu ma baqiya min al-riba, in kuntum mu'minin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah. Allah beginnt mit dieser Ayah. Und unterlasst das, was ihr an Zinsgeschäft vor dem Islam habt, vor dem Islam gemacht habt, vor dem Islam begangen habt. Das heißt, diese Ayah war dann ein Verbot für den Zinshandel. Und wenn ihr nicht aufhört mit dem Zinshandel, so macht euch gefasst auf einen Krieg mit Allah und seinem Gesandten. Allah wird dich bekämpfen. Und schau, wie viele von den sogenannten muslimischen Ländern heute tausendmal überlegen, gegen einen Feind zu kämpfen, der den Islam bekämpft, aber sie haben kein Problem damit, Allah zu bekämpfen, indem sie Zinsen. Sind das Leute, die Allah azzawajal fürchten? Wir sagen ihnen, ja, Achi, lass die Zinsen. Allah hat sie dir verboten. Du betest doch auch. Warum betest du? Ja, Allah hat es mir befohlen. Allah hat dir auch verboten, die Zinsen zu nehmen.
Einer, der hat eine Freundin rechts und eine Freundin links und er macht seine Sache im Leben und versucht hier und dort zu genießen. Du sagst ihm, Achi, warum diese Sinne? Du kannst doch heiraten. Ach, Achi, du weißt doch, wie die Sache ist. Die Eltern machen einem das so schwer. Und wer kann sich die Mahr, die Brautgabe heute leisten? Das ist leichter für mich. Subhanallah. Aber diese Person, er fastet im Ramadan. Er nimmt das Fasten, aber er macht die Sinne. Du sagst ihm, Allah hat die Sinne verboten. Er sagt dir, du bist streng. Und das ist das, was wir heute immer hören. Und bitte, liebe Geschwister, achtet darauf, wenn ihr hört, dass man über uns sagt, streng, alles, was man streng nennt, gebe ich dir als Beweis im Koran und von der Sunna. Und dann meinen sie letztendlich damit, Allah ist streng, aber er traut sich das nicht zu sagen. Und wer das sagt, ist sowieso von dieser Islam abgefallen. Allahumma la taj'alna minal mutadin, ya Rabbal Alamin. Allah sagt im Koran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Und nährt euch nicht der Sinne. Allahu Akbar. Allah hat nicht nur die Sinne verboten. Allah hat jeden einzelnen Schritt zu Sinne verboten. Al-Qurtubi, rahimullah ta'ala, sagt, مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَزْنُوا وَلَكِنْ قَالَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Allah hat nicht gesagt, macht keine Sinne. Dann wäre nur die eigentliche Sinne verboten. Nicht aber die Schritte, die zu Sinne führen. Allah hat aber jeden einzelnen Schritt zu Sinne verboten. Das heißt, dass du einer Frau die Hand gibst, dass du mit einer Frau alleine im Raum bist, dass du mit einer Frau romantisch redest, dass du mit einer Frau chattest. Dieses ist Sinne. Allah hat diese Schritte verboten. Subhanallah. Und dann sagt er streng zu dir. Wer ist streng? Traust du dich zu sagen, Allah ist streng? Ich gebe dir Ayat vom Koran, Yafi. Das ist nicht Abu al-Baras Buch, was er jeden Abend liest. Nein, nein. Ich rede über Allahs Buch, über den Koran al-Karim. Nicht mein persönliches Buch. Du siehst Leute, der sitzt den ganzen Tag in der Shisha-Bar. Du sagst ihm, Yafi, Baratlaufi, was machst du in der Shisha-Bar? Und warum gehst du nicht im Ramadan dorthin? Weil er selber weiß, dass das falsch ist. Er weiß das. Aber es ist schwer mit seinem Gelüst vereinbar, dass er nicht dorthin geht. Im Ramadan sagt er, ich werde jetzt in diesem Monat nicht hingehen und dann mache ich weiter. Subhanallah. Hat Allah dir nicht das verboten, was schädlich ist für dich? Und die Shisha ist schädlicher als die Zigarette. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, la darara wa la dirar. Du darfst dir keinen Schaden zufügen und anderen keinen Schaden zufügen. Mit der Zigarette machst du beides. Du fügst dir einen Schaden zu und den anderen. Und stürzt euch nicht mit euren eigenen Händen ins Verderben. Allah ist barmherziger zu dir, als du zu dir selbst. Allah sagt dir, rauch nicht und mach nicht das Schändliche. Subhanallah, nimm keine Drogen, weil er, subhanahu wa ta'ala, barmherziger ist zu dir, als du zu dir selbst. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Und tötet euch nicht selbst. Wallahi, es gibt Leute, sie töten sich selbst. Entweder direkt oder durch verschiedene Medikamente, die sie einnehmen, durch verschiedene Rauschmittel von Drogen über Alkohol. Und tötet euch nicht selbst. Allah ist barmherzig zu euch. Möchtest du zu denen gehören, die einen Teil vom Buch nehmen und einen anderen Teil rauslassen? Und höre, o Diener Allahs, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Ayat verlesen hat. Und ich möchte dir das nur sagen, damit du überlegst, ich habe doch nicht die Eigenschaften von einem Kafir, von einem Muschrik, von einem Götzendiener, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu den Quraysh gegangen ist und ihnen vom Buche Allahs vorgelesen hat. Allah erwähnt diese Gegebenheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa idha tutla alayhim ayatuna bayinat, qala alladhina la yarjuna liqa'ana, ائتي بقرآن غير هذا أو بدل. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen den Koran vorgetragen hat, vorgelesen hat, den Quraishiten, den Mushrikin, den Götzendienern, so haben sie zu ihm gesagt, höre zu, die Leute, die nicht auf die gute Begegnung mit Allah azza wa jalla gehofft haben, sie haben gesagt, bring uns einen anderen Koran oder tausche diesen aus. Viele Leute sagen das im Herzen, genau dieselben Wörter von den Quraishiten, aber er spricht das nicht mit der Zunge aus. Was meinen wir damit? Wenn du einer Schwester sagst, trage die Bedeckung, sie sagt, es ist meine Sache. Sie meint damit, lass mich in Ruhe. Ich will das gar nicht hören.
Du sagst zu jemandem, lass die Sinne. Er sagt dir, es ist meine Sache. Lass mich in Ruhe. Warum steht das überhaupt im Koran? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Was für eine gewaltige Sache, oh Dinar. Wenn du ein Muslim bist und dich als Muslim bezeichnest, dann glaubst du an den gesamten Koran und an die gesamte Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. O ihr, die ihr glaubt, tretet vollständig in die Religion herein. Nicht, dass ihr euch nimmt, was ihr wollt und lässt, was ihr nicht mögt. Tretet vollständig in die Religion herein, bedeutet, ihr akzeptiert alles vom Koran und von der Sunna. Wer nicht alles akzeptiert vom Koran und von der authentischen Sunna, hat den Islam verlassen. Du musst alles akzeptieren. Abu Bara, ich bin überzeugt, das ist meine Aqida, ich bin ein Muslim, du hast mich mit den Ayat und den Hadithen überzeugt. Aber es gibt Sachen, die fallen mir schwer. Ah, das ist ein anderes Thema. Aber erstmal akzeptierst du alles. Wenn einer dir sagt, ja, Achi, Allah hat das verboten, dann sagst du, Sami'na wa Ata'na. Dass du Probleme hast in der Umsetzung, dass es dir schwerfällt in der Umsetzung, das kann man verstehen. Es gibt Sachen, die sind schwerer umzusetzen als andere Sachen, richtig. Aber niemals änderst du deine Religion. Niemals aufgrund deines Gelüstes sagst du, das gehört nicht zur Religion. Oder du verdrehst das Gebot oder das Verbot von Allah so sehr, dass du sagst, das mag ich nicht vom Buch aus. Das ist das Verbrechen. Und das macht dich zu einem Kafir. Was haben die Muschrikin gesagt? Iti bi Qur'anin ghayri hadha aw baddil. So komm uns mit einem anderen Koran oder tausche ihn aus. Diesen Koran akzeptieren wir nicht. Subhanallah, ein Bruder kam einmal zu mir und sagte zu mir, ich möchte jetzt eine zweite Frau heiraten. Da habe ich ihm gesagt, khair inshallah. Aber es wäre schön, wenn du erstmal betest. Gibt es Leute, die das nehmen, was sie wollen und lassen, was sie wollen? Darüber reden wir im zweiten Teil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwan illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى hat die Heuchler im Koran bezeichnet. Und er sagt über sie, وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Und wenn sie zum Buche Allahs und der Sunna des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerufen werden, damit er zwischen ihnen richtet mit der Wahrheit, so siehst du, dass eine Gruppe sich von ihm entfernt. Allahu Akbar. Was will Allah azza wa jal uns damit sagen? Hören wir den zweiten Teil. Allah azza wa jal fährt weiter fort. Wa in yakun lahumul haqq. Wenn sie aber die Wahrheit bei sich sehen, die Wahrheit bedeutet hier was? Ein Nutzen sehen von dem, was im Buche Allahs steht, was machen sie? Ya'tu ilayhi mud'inin. Dann kommen sie demütig an und sagen, das ist unser Buch. Abu Bara, du überschreitest deine Grenzen. Willst du uns als Heuchler nennen? Wallahi, das mache ich nicht. Aber ich will dir nur eins sagen, über wen redet Allah hier? Richtig, du wirst mir sagen, über die Heuchler. Willst du dieselbe Eigenschaft haben wie sie? Eine Frage an dich, darfst du Eigenschaften haben von einem Heuchler? Darfst du Eigenschaften haben von einem Kerl? Dann sagst du mir nein, weil ich bin ein Muslim, ich lebe anders als sie, sie können leben, wie sie wollen, aber ich habe ein anderes Leben, richtig. Und wenn ich dir sage, das ist eine Eigenschaft von den Heuchlern, dann sollte diese Eigenschaft im Osten sein und du im Westen. Höre, was Allah azza wa jalla sagt. Wenn sie zu Allahs Urteil und des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gerufen werden und diese Ayat, eine Geschichte, die Geschwister dann sagen, dann gehen sie weg und entfernen sich vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Es gab Leute in der Zeit, die waren keine Muslime. Die sind zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen und haben ihm gesagt, wir wollen, dass du zwischen uns richtest, weil sie wussten, dass er in Wahrheit richtet und sie wussten, dass er nur die Wahrheit sagt und dass er nur mit dem richtet, was im Koran drin steht. Dann sind sie zu ihm gegangen, obwohl sie keine Muslime waren. Aber genau dieselbigen, die keine Muslime waren,
Allah Azza wa Jal sagt über sie, aber wenn sie eine Maslaha haben, sind sie zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam gegangen, weil sie wussten, er wird für sie richten. Aber wenn ihnen eine Sache nicht gefallen hat, dann sind sie so weit wie möglich von ihm weggegangen. Wie diese Person. Der macht Sinne ohne Ende. Und dann sagt er dir, das ist ein schönes Gebot, dass wir 2, 3 oder 4 Frauen heiraten dürfen. Dann sagst du ihm, ja, subhanallah, dieses Gebot, dass du 2, 3, 4 Frauen heiratest, das ist eine Sunna. Aber dass du die Sinna lässt, ist eine Pflichthandlung für dich. Und schon gefällt ihm dieser Ayah nicht mehr. Das heißt, sein Herz betet gar nicht Allah an, sondern sein Herz betet sein Gelüst an. Niemand anderen. Und das ist eine sehr gefährliche Gegebenheit, O Diener Allahs. Deswegen erinnere ich mich und dich, dass du alles akzeptierst vom Buch Allahs, von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn du eine Sache nicht machen kannst, dann mach Bittgebete zu Allah, dass er dich dazu leitet. Aber weh dir, dass du die Religion änderst. Weh dir, dass du die Religion krumm machst. Weh dir, dass du den Leuten erzählst, das ist nicht so, wie es da drin steht. Weh dir, dass du Leute, die sich auf den Koran und die Sunna berufen, Salafisten nennst, was die Kuffar von dir wollen. Und zum Schluss sehen wir, dass diese Leute sich von uns distanzieren, subhanallah, obwohl wir uns selber niemals so genannt haben. Wir sagen nur, was im Koran und in der Sunna steht. Aber den Kuffar gefällt das nicht und wird es auch niemals gefallen. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Allah sagt uns im Koran, die Juden und Christen werden niemals mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Glauben folgst. Egal was wir machen, und die politische Lage ist ein deutlicher Beweis, geht es um Salafisten oder geht es um die Kopftücher? Wir sagen auch den Muslimen, die uns Salafisten nennen, trägt ihr keine Kopftücher? Ihr seid auch das Opfer. Aber sie wollen sich von dir distanzieren, damit es ihnen besser geht. Aber Allah, er sagt, und die Juden und Christen werden sich niemals mit dir zufrieden geben. Bitte schön, verliere lieber einmal, indem du lieber ein härteres Leben in der Dunya hast, weil du den Schaden der Kuffar ertragen muss. Das müssen wir. Das ist Koran und Sunna, dass, weil wir unsere Religion praktizieren, auch von diesen Leuten einen Schaden zu erwarten haben. Allah sagt das im Koran nicht nur an einer Stelle, an tausende von Stellen. Mit tausend meine ich an vielen Stellen. Und in der Sunna ist dieses vorgegeben, liebe Geschwister. Daher, du wirst Probleme bekommen. Du musst Probleme bekommen. Und schneid dir aus deinem Kopf heraus, dass du ein Leben führen kannst, um in das Paradies hereinzukommen, ohne dass du Probleme bekommst. Wallahi, welches Leben soll das sein? Nenne mir einen Propheten, der keine Probleme hatte. Nein, wollen wir weiterreden? Waren die Propheten nicht die besten Menschen? Höre! Nuh alayhi salatu wassalam. So sagten sie zu ihm, fa innam tantahi, ya Nuh, latakunanna min al-marjumin. Wenn du nicht aufhörst damit, o Nuh, das heißt, deine Botschaft zu verbreiten, dann werden wir dich steinigen. Allahu Akbar. So Ibrahim alayhi salatu wasalam, harriqu wa ansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. So verbrennt ihn, weil er hat seine Botschaft verbreitet. Und schmeißt ihn in das heißeste Feuer herein. Denn wenn ihr etwas tun wollt, dann macht das jetzt. Muhammad sallallahu alayhi wasalam, man versuchte oft, ihn zu töten. Du kennst doch die Sira. Subhanallah, hat Muhammad sallallahu alayhi wasalam etwas Falsches gesagt? War er ein strenger, ein Salafist? Nach den Kuffar, ja. Nach den Kuffar, ja. Und dieser Begriff Salafist hat niemals zuvor jemand geprägt, außer die Kuffar heute. Den Begriff gab es nicht. Habt ihr den Begriff vor 20 Jahren gehört? Aber es gab doch damals Leute, die 5-mal gebetet haben. Es gab doch Leute, die Bärte getragen haben. Es gab doch Leute, die den Koran gelesen haben. Es gab doch Frauen, die den Niqab getragen haben. Warum jetzt? Weil die gesamte Welt übereingekommen ist, dass sie den Islam bekämpfen wollen. Möge Allah azza wa jalla die bekämpfen, die den Islam bekämpfen. Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wa la tughadir minhum ahada. Und damit ich klar verstanden werde, ich rede über die, die den Islam bekämpfen wollen, nicht über die anderen. Und wir unterscheiden zwischen Abu Jahl und Abu Talib. Abu Jahl wollte den Islam mit jeder Faser seines Herzens bekämpfen, Abu Talib aber in der Zeit vom Propheten, er hat den Islam geholfen. Und so gibt es immer noch viele Gute unter den Kuffar. Möge Allah sie rechtleiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht von dieser Welt gehen lassen, bis er sie rechtleitet. Sie stehen für Gerechtigkeit. Auch wenn sie selber nicht den Islam annehmen wollen, aber sie stehen für Gerechtigkeit. Und daher, liebe Geschwister, das ist unsere Religion.
Wir verteidigen unsere Religion. Wallahi, wir sind keine Salafisten, wir sind keine strengen Leute. Alles, was ich euch sage, sage ich euch mit Kitab und Sunna. Und diejenigen, die uns scheiden, schon seit über 10 Jahren, möge Allah Azzawajal uns eine neue Moschee geben. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns niemals eine Moschee verwehren, wo wir das Gute verbreiten können zu den Menschen und das Schlechte verbieten können. Möge Allah Azzawajal, und wir bitten ihn in diesem gesegneten Monat Ramadan, möge Allah Azzawajal uns eine Moschee geben, auch wenn es den Kuffar zuwider ist. Wir sind das alles nicht, was man über uns schreibt. Schaut mal, die haben eine Razzia gemacht, okay. Warum haben sie uns nicht festgenommen? Weil sie wissen, das ist eine Lüge. Unsere Gelder haben sie genommen, damit beantworte ich auch die Fragen derjenigen, die fragen, was haben wir mit dem Geld gemacht? Ihr wisst, wir haben 2 Konten, die sind gesperrt, da ist das Geld drauf. Und ein Teil haben sie geklaut. Geklaut, ich meine geklaut. Warum? Damit wir kein neues Objekt kaufen. Das ist alles Schlusspunkt aus, fertig. Das wissen sie auch. Deswegen konnten sie auch nicht mehr machen, als nur das Geld zu klauen und zufrieden zu sein, dass wir kein neues Objekt haben. Aber wer hat alles in der Hand? Allah Azzawajal. Deswegen vertrauen wir auf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns immer auf einen geraden Weg befestigen. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya fi hadhihi al-lahza al-tayyiba al-mubarakah al-karima an taghfir lana dhunubana, diqqaha wa jillaha, awwalaha wa akhiraha, 'alaniyataha wa sirraha. La ilaha illa anta. سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك إيمانا لا يفتل ونعيما لا ينفل ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.